Oder? Ach komm, weißt du was, den haben wir draußen auch. Scheiß drauf. So, haben wir da einen Teppich rein. So, jetzt haben wir hier noch eine Heizung. Dann tun wir das mal kurz weg, dass wir hier die Heizung hineinstellen können. Anschlüsse, Heizung. Zack. So, ab da. So, sehr schön. Haben wir da eine Heizung. Jetzt können wir das da wieder hinstellen. Das passt. So, und jetzt hier, Junge. Okay. Hier habe ich anscheinend den Laminat vergessen. Laminatfußboden. So, jetzt haben wir es. Gut. Wo haben wir denn jetzt die junge Blütenknospe? Hier, so. Das nehmen wir hier und werden damit mal den schönen Raum hier ausmalen. Weil der war ja vorher auch so ein bisschen in grün gehalten. Von daher lassen wir das einfach mal in grün und hauen hier die Farbe junge Blütenknospe rein. Ich orientiere mich ja immer daran, was da vorher oben war. Wenn da weiße Farbe oben war, dann haue ich auch wieder weiße Farbe drauf. Wenn hier irgendwas Grünliches oder was Blaues oben war, dann haue ich auch diese Farbe wieder drauf. Also ich orientiere mich da immer sehr stark an dem, was vorher drauf war. Ne? Nicht, dass da jemand denkt, naja, du bist zu faul, um nachzudenken, was hier besser passen würde. Ganz ehrlich, mag vielleicht sein. Für euch mag es vielleicht so aussehen. Aber tatsächlich muss es ja einen Hintergrund haben, wieso man hier grüne Farbe an den Wänden hatte. Und ja, ich meine, klar, der hier neu einzieht, muss es ja nicht unbedingt haben wollen. Der kann ja genauso gut wieder anfangen, was anders drauf zu streichen. Ne? Aber im Grunde, sage ich halt mal, möchte mich trotzdem irgendwie daran orientieren, was da vorher oben war. So. Gut. Ja, da ist der Eimer leer. Toll. So. Da ist der Eimer kurz leer gewesen. Müssen wir wieder einen neuen Eimer besorgen. So. Und ich steige wieder aufs Bett drauf. Obwohl ich es gerade eben erst gemacht habe. So. Passt. Dann nehmen wir das da raus. Nehmen hier die weiße Farbe und streichen damit die Fensterrahmen. Bei den Fensterrahmen sollen ja bekanntlich immer in weiß sein. Es passt einfach farblich irgendwie besser, finde ich. Es passt irgendwie farblich besser. So. So. Und jetzt nochmal kurz eintunken. Und schon haben wir hier alles wieder fein säuberlich ausgemalt. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir. Ist hübsch, passt, kann man lassen. So, auch dieser Raum ist fertig. Schauen wir noch, was wir hier haben. Ein weiteres Schlafzimmer. Ja, guck mal. Und da haben wir genauso grüne Farbe an den Wänden gehabt. Allerdings glaube ich diesmal eine andere Farbe. Ein bisschen ein anderes Grün. Und da sind, warte mal, das sind Küchenkästchen. Warum haut man hier Küchenkästchen in ein Schlafzimmer rein?
Soll das Schlafzimmer als Küche fungieren oder was? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. So. So, okay. Dann haben wir da noch ein bisschen Dreck. Und hier noch ein bisschen so. So. Passt. Okay. Der Stuhl sieht noch recht intakt aus. Den kann man lassen. Den hier, den Tisch würde ich tatsächlich ändern. Den Tisch würde ich tatsächlich ändern wollen. Nämlich, den würde ich... Warte mal, was ist denn das für ein Tisch? Ist das der hier gewesen? Nein, der war es nicht. Da muss es der hier gewesen sein. Nein, der war es auch nicht. Hä? Was für ein Tisch war das denn? Der hier? Nee, der war es auch nicht. Was zur Hölle ist das für ein Tisch? Der war es auch nicht. Also so viel bleibt uns jetzt auch nicht mehr hier, weißt du. Ist das der hier? Nein. Der kann es gar nicht gewesen sein. Hä? Welcher Tisch war das denn? Das ist merkwürdig. Welcher Tisch war das denn? Oder ist das ein Schreibtisch? Das ist ein Schreibtisch! Schreibtisch Anna war's! Ja, guck mal! Das war Schreibtisch Anna! Ja, läuft auf jeden Fall. Das war Schreibtisch Anna. So. Machen wir hier Schreibtisch Anna wieder rein. So, jetzt ist es mittig. So. Dann brauchen wir hier wieder unseren Gips-Gedöns. So, ändern auf Spachteln. Erstmal alles vergipsen, was wir hier vergipsen müssen. Ist wahrscheinlich nur das einzige gewesen. So. Dann stellen wir das wieder raus. Nehme ich hier drauf, so wie es vorher war. So. Und nachdem wir den jetzt schon angefangen haben vorher, haue ich da auch nochmal die junge Blütenknospe drauf, weil den Eimer haben wir schon angefangen. Es wäre schade, wenn wir den jetzt nicht mehr weiter verwenden würden. Deswegen machen wir da einfach mal weiter damit. So. Ich könnte mir den Eimer eigentlich reinstellen, ne? Ich doof, Mann. Wieso laufe ich da immer raus? Ich kann mir den da reinstellen. So. Ich bin manchmal einfach zu voll für alles. Das ist irgendwie merkwürdig. Naja, was soll's. So. Hauen wir da einfach mal. Da steht der Eimer. Ja, jetzt glaube ich immer, dass der Eimer draußen steht, ne? Dabei habe ich mir den gerade reingestellt. Aber ich sage ja immer wieder, Dinge, die ich tue, vergesse ich recht schnell wieder. Ich weiß nicht warum, was in meinem Gehirn alles kaputt ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich an einem frühen Stadium Alzheimer krank bin. Und das mit knapp 30 Jahren, was soll das? Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, normalerweise Alzheimer kriegst du erst ab 50 oder 40 Jahren frühestens. Von daher, aha, der Eimer ist leer, ja guck mal. So, können wir hier wieder neue Farben bestellen. Junge Blütenknospe, so. Es sieht zwar jetzt irgendwie nicht wirklich grünlich aus, aber tatsächlich kommt es, glaube ich, auf die Lichteinstrahlung an. Die Lichteinstrahlung hat hier sehr viel zu tun oder spielt hier eine gewisse Rolle. Wenn wir hier das Licht einschalten, siehst du, das sieht schon ein bisschen grünlich aus jetzt. Das ist, ja, die Lichteinstrahlung hilft meistens ein bisschen. So. Da brauchen wir nicht streichen. Hier oben noch. Nö. So. Zack. Fertig. So. Raus damit.
Das nehmen wir auch noch. Streichen hier wieder in weiß. So, dass die Fensterrahmen wieder schön in weiß gestrichen sind. Dann passt das wieder besser. So. Den Eimer hole ich mir jetzt nicht rein, weil den brauche ich ja sowieso nicht so oft jetzt. Ja, passt. Ist hier noch das Fenster. Dann sind wir mit dem Raum eigentlich auch so ziemlich durch. So. Ach nee, Moment. Den Teppich hier, den können wir auch noch ändern. Den Teppich. Teppich. So. Hauen wir den da rein. Dann brauchen wir hier einen neuen Fußboden. Laminat natürlich. Fußboden, Laminat, Kiefer. So wie vorher. So. Passt. Dann haben wir das auch. Da kommt noch eine Heizung rein. Heizung. So. So, perfekt. Ja, und das Bett müssen wir neu machen. Das Bett kommt auch weg, weil das Bett sieht auch nicht mehr so prickelnd aus. Deswegen hauen wir hier einfach mal ein neues Bett rein. Dann will ich das hier nehmen. Das Bettchen. So, passt. Haben wir da ein neues Bett auch drin. So, sehr schön. Licht aus, passt wieder. Sehr gut. So, und jetzt haben wir noch den Raum hier. Ach du heilige Makrele, das ist hier das Badezimmer. Ich werde ver... Oh, wie viel Kakerlaken hier rumschwirren, das ist ja nicht normal. Wer hat sich denn das hier ausgedacht? Wer hat sich das denn ausgedacht, so viel Kakerlaken hier reinzuballern? In das Badezimmer, was soll denn das? Das muss wohl Kakerlaken-Mutter gewesen sein oder Kakerlaken-Vater. Kakerlaken-Vater mit Mutter hat zu viele Kinder gezeugt. Weiß nicht. Bisschen zu viel Nicknack. Ne? So. So, okay. Ach je. So, okay. Die Fenster sind wenigstens, die Fensterrahmen sind wenigstens schon mal in weiß. Das gefällt mir. Das ist schon mal super, wenn die Fensterrahmen in weiß sind. So, hier würde ich ganz gerne... Moment. Fußboden. Bodenfliesen. So, ich guck jetzt mal. Wie sieht denn das hier aus eigentlich? Ich möchte jetzt mal wieder was Neues ausprobieren. So. Ah, verdammt. Hab ich auch noch was vergessen. So, hier. So. Ich möchte nämlich jetzt mal was ausprobieren. Nämlich Wandfliesen neu. Das da. So. Versuche ich das einfach mal mit denen hier. So ein bisschen weißes Badezimmer machen. Weiß sage ich, blau. Das kann ich blau von weiß schon nicht unterscheiden, weißt du, ja, ganz toll. Möchte ja ein blaues Badezimmer mal machen. Um mal zu gucken, wie das hier aussieht. Ich meine, ich sag zwar immer, ein Badezimmer sollte eigentlich möglichst hell sein, also so weiß, aber deswegen hau ich hier ja hellblau rein und nicht dunkelblau. Hätte genauso gut dunkelblau reinhauen können, aber... Wäre ein bisschen
zu viel gewesen. Too much. Deswegen mache ich das einfach mal so. So. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, muss ich sagen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Dann machen wir hier noch. Huch. Was war das denn jetzt? Da hat er mal kurz wieder ein bisschen gestockt. Aber gut. Kommt davon, wenn immer wieder mal abgespeichert wird zwischendurch. Aber ist ja auch gut so, ne? Wenn hier ein Autosave drin ist. Das wünschen wir teilweise bei Subnautica, was ja momentan auch im Stream zu sehen ist. Wünschen wir das auch manchmal. Letztes Mal ist mir echt ein böses Missgeschick passiert. Da habe ich 1,5 Stunden lang nicht abgespeichert, bin dann eben wegen Sauerstoffmangel verstorben und erstickt in Subnautica und hatte dann all das, was ich gesammelt und gebaut hatte, war alles verloren. Das war irgendwie ganz doof. Ja, ja, so schnell kann es gehen. So, wenn man nicht aufpasst. So, das tun wir auch weg. Das war auch schon ziemlich verranzt. Dann mache ich aber hier am besten so eins hin. Moment. Arbeitsplatte so. Machen wir es so, das passt besser. Das passt besser. So, rein damit. So, zumachen. Perfekt. Die Dusche kann man eigentlich noch lassen. Die sieht noch ganz gut aus. Nein, da habe ich oben... Ach Gott, bin ich dämlich, ey. Ich habe schon wieder da oben was vergessen zu... Ach Gott, jetzt kann ich wieder was Neues anfangen. Siehst du, das sind so die Kleinigkeiten, die wo man die Fehler macht. Das sind genau die Kleinigkeiten, die mich aufregen dann irgendwann. Nach einer Zeit. Perfektionismus, Freunde. Das nennt man Perfektionismus. Man möchte alles perfekt haben und dann sieht man doch wieder einen Fehler und ist dann komplett frustriert. Das ist halt echt furchtbar. So. Aber gut, das bin halt ich. Und ich kann das leider nicht abschalten, diesen Perfektionismus. Das geht leider nicht. Ich wünschte, ich könnte es, aber naja. Leider nicht machbar. So. Nochmal kurz mit Weiß da drüber streichen, dass wir alles hier schön haben. So. Da ist auch noch irgendwo Schmutz gewesen. So. Jetzt haben wir das alles wieder. Hoppala. Schalter betätigen. So. Zu die Tür. So. Jetzt haben wir hier eigentlich schon wieder fast alles erledigt. Jetzt müssen wir nur noch draußen ein bisschen ausmalen. Und schon... Boah. Super. Ich hasse es, wenn ich aufstoßen muss zwischendurch. Und vor allem dann, während ich rede. Dann kracht immer so meine Stimme plötzlich ab und so. Das ist irgendwie ganz toll. So, hier müssen wir eigentlich noch, ne? Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Und das Problem ist, ich habe jetzt schon 1 Stunde auf der Uhr. Und ich muss aber heute noch eine Folge rendern. Deswegen... Würde ich mal sagen, ich hebe das auf jeden Fall fürs nächste Mal auf. Ich stelle mir den Eimer dahin, weil vielleicht können wir den später noch brauchen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen zurück zum Büro. Der Fortschritt wird sowieso gespeichert, das passt schon. Und wir machen das dann das nächste Mal fertig. So. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag, wann auch immer ihr diese Folgen guckt. Ob zum Mittag oder am Nachmittag oder am Abend, wann auch immer. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme-Session wieder. Und dann geht's weiter mit dem Haus und der Außenwand. Also, macht's gut,
Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.